Brauchst du eine Hand, Günther? Nein. Wir hätten fast unseren wichtigsten Mann verloren heute. Den Günther Kaufmann. Ich bin immer versoffen mit diesem Ding da. Aber da wart ihr immer wieder nicht da. Die schönsten Momente kriegt ihr nicht mit. Wir haben also versucht, Christoph Maria Herbst und Günther Kaufmann sicher in diese Nussschale zu bekommen. Das ist uns nur teilweise gelungen. Ich sollte hinten einsteigen, das habe ich gemacht. Dann neigte sich der Kahn nach oben, weil ich so schwer war natürlich mit meinem Gewicht. Und ich sank ein ins Wasser. Ich meine, ich hätte ganz klar die Ansage im Kopf noch, Christoph, geh du zuerst rein und sorg für eine Stabilität am Heck oder im Bug. Und dann kommt vorsichtig der Günther dazu. Und Günther hörte nur seinen Namen. Ja, hier. Und machte, also hüpfte gleich in dieses Boot rein. Und dieses Fatsuit ist so schwer, er wäre wahrscheinlich damit wirklich ertrunken. Ich merkte, wie ich absoff, wie es mich nach unten zog. Ja, und bis die mich dann hochholen und dann aufmachen das Ding und mich wieder beatmen, falls ich da unten liege, eine halbe Stunde. Günther schrie nur, ich schaff ab! Ich schaff ab! Und ich fing an zu schreien. Ich habe gesagt, helft mir, ich sinke. Ich schaff ab! Ich schaff ab! Gott sei Dank hat gleich einer, ja, der Regieassistent war das sogar, hat mir die Hand zugestreckt. Und mit der anderen konnte ich mich an der Leiter festhalten. Fünf Mitarbeiter aus dem Team griffen nach ihm und zerrten an ihn und zogen an ihn. Günther, man sollte es nicht meinen, war danach kreidebleich. Und das soll was heißen bei Günther Kaufmann. Mensch, Günther! Viele Schauen.